Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zu dieser ersten Übung in OpenGeoEDU begrüßen. In den letzten Jahren hat sich das Thema Offenheit in unterschiedlichen Strömungen der Gesellschaft, der Verwaltung, der Wirtschaft und auch der Wissenschaft mehr und mehr etabliert. Man spricht hier sogar von einem Paradigmenwechsel. Die Auswirkungen dieser neuen Offenheit soll in dieser Übung unter zwei Aspekten näher betrachtet werden. Dabei sollen Sie sich in den beiden Bereichen durch intensivere Recherchen mit der Fokussierung auf die Geoinformationswelt auseinandersetzen. Der erste Bereich: Offenheit im Publikationswesen, also die aktuellen Entwicklungen im Umfeld von Open Access im Unterschied zum klassischen Verlagswesen. Denn für die Bearbeitung Ihrer Fallbeispiele müssen Sie sich mit Literatur beschäftigen. Was ist der State of the Art? Gibt es ähnliche GIS-Ansätze bereits in der Literatur? Und dazu muss man sich mit GIS-Zeitschriften und dem publizierten Wissen beschäftigen. Aber Open Access umfasst in unserer heutigen Interpretation neben den wissenschaftlichen Artikeln auch Forschungsdaten. Also werden wir auch dies in der Übung behandeln. Der zweite Bereich: Offenheit in der Softwarenutzung, Open Source Software, also die Suche nach Alternativen zu kommerziellen GIS-Produkten, mit denen Sie die Fallbeispiele in diesem Kurs bearbeiten können. Fangen wir mit dem Thema Open Access an. Beim Thema Open Access im Hinblick auf Publikationen wollen wir uns mit Alternativen zu den Journalen aus dem klassischen Verlagswesen befassen. Vier große kommerzielle Verlage dominieren heute das Verlagsgeschehen. Sie geben zusammen gut 50% der jährlich publizierten 1,5 Millionen peer-reviewed Artikel heraus, und zwar in der Reihenfolge Elsevier, Wiley Blackwell, Springer und Taylor & Francis. Die Möglichkeit, einen Beitrag offen verfügbar zu machen, wird dem Verfasser eventuell auch bei diesen Verlagen durch die Zahlung einer Gebühr, der sogenannten Article Publishing Charge, gegeben. Das Geschäftsmodell ist allerdings ein anderes, nämlich der Verkauf von Zeitschriften an Bibliotheken und Endkunden. Wir wollen uns bei unseren Recherchen auf GIS-Zeitschriften konzentrieren. Welche GIS-Zeitschriften lesen Sie zum Beispiel? Welche werden Ihnen im Studium empfohlen? Hier sind bei den klassischen Verlagen insbesondere zu nennen das International Journal of Geographic Information Science, herausgegeben von Taylor & Francis, mit einem Impact-Faktor von über 2,5 und seit über 30 Jahren am Markt verfügbar. In der Mitte sehen Sie die Zeitschrift Geoinformatica vom Springer Verlag, mit einem Impact-Faktor von knapp 2,4 und auch im 22. Jahrgang verfügbar. Und ganz rechts sehen Sie als weiteres Beispiel Transactions in GIS von Wiley mit einem Impact-Faktor von 2,25 und ebenfalls im 22. Jahrgang verfügbar. Im deutschsprachigen Segment gibt es nur wenige Zeitschriften, die sich ausschließlich dem Thema GIS widmen. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Zeitschrift GIS Science aus dem Wischmann Verlag, bei Scopus gelistet mit einem Impact-Faktor von etwa 0,5 und seit über 30 Jahren im Markt mit deutschen und auch englischen Beiträgen. Eine weitere Zeitschrift ist die Zeitschrift Fotogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation im Springer Verlag publiziert, mit einem Impact-Faktor von etwa 0,9 und eine der ältesten Fachzeitschriften überhaupt, seit über 90 Jahren verfügbar. Diese publiziert seit kurzem überwiegend englischsprachige Artikel. Die Frage stellt sich nun, wo suchen Sie nach Alternativen? Zeitschriften, die also nicht diesen Zeitschriften entsprechen, die wir jetzt hier genannt haben, sondern die vollständig dem Open Access-Gedanken folgen. Sie werden schnell merken, dass eine Google-Anfrage hier nicht weiterhilft.
Also wäre ein anderer Weg, Sie suchen im sogenannten Directory of Open Access Journals, DOAJ. Dies ist das umfassendste und die am besten gepflegte Übersicht über Open Access Journale. DOAJ ist ein von der Gemeinschaft kuratiertes Online-Verzeichnis, das den Zugriff auf qualitativ hochwertige, frei zugängliche und von Experten begutachtete Fachzeitschriften ermöglicht. DOAJ ist unabhängig und finanziert sich über Spenden, ähnlich zu Wikipedia. Aktuell listet DOAJ über 11.000 Zeitschriften und lässt in fast 3 Millionen Artikel recherchieren. Über die fortgeschrittenen Suche kann nach Artikeln und Journalen, nach Themengebieten, Verlagen oder Lizenzmodellen gesucht werden. Ihre Aufgabe ist es, nach mindestens 2 offenen Journalen im Kontext der Geoinformatik zu suchen. Nutzen Sie hierzu die fortgeschrittenen Suche von DOAJ. Was sind die von Ihnen definierten Suchbegriffe? Welche Kriterien nutzen Sie, um sich über die Zeitschrift und deren Bedeutung zu informieren? Finden Sie derartige Informationen auch im DOAJ? Die Suche in den Themengebieten kann über Browse by Subjects gestartet werden. Themengebiete orientieren sich dabei an der Klassifikation durch die Library of Congress, also einer Bibliotheksverschlagwortung. Der Themenbaum kann durchgeklickt werden oder durch Eintippen eines Schlagwortes nach Zeitschriften gesucht werden. Als Einstieg könnte hier zum Beispiel Geography, Science oder auch Technology dienen. In der allgemeinen Suche hingegen kann man zuerst Journale auswählen und sucht dann ebenfalls wieder durch Eintippen von Schlagworten, wie zum Beispiel Spatial, nach entsprechenden Journalen. Der Begriff Spatial ergibt zum Beispiel über 30 Treffer, die man sich dann einzeln anschauen kann. Stellen Sie Ihre gefundenen offenen Alternativen in einer Matrix, wie sie hier rechts abgebildet ist, dar. Und wir werden dieses nachher in der Übung dann entsprechend auch abfragen. Nachdem Sie sich mit Journalen beschäftigt haben, werden wir uns dann mit weiteren Dokumenten jeglicher Art im Prinzip befassen. Das können Daten sein, das können Texte sein, das können Bilder sein und vieles andere mehr. Hierzu empfiehlt sich das Directory of Open Access Repositories, das OpenDOAR. Dieses erlaubt die Suche nach fachspezifischen oder übergeordneten Datenkatalogen und Sammlungen. Zu unterscheiden sind dabei institutionelle Repositorien. Zum Beispiel bieten viele Universitäten oder Forschungseinrichtungen solche Sammlungen an. Zum anderen gibt es die sogenannten disziplinären Repositorien. Die werden in der Regel von Fachgebieten und wissenschaftlichen Vereinigungen betrieben. So zum Beispiel gibt es das Virtual Open Access Agriculture and Aquaculture Repository, also eine Fachsammlung aus dem Bereich Landwirtschaft und Aquakultur. Auch in diesem DOAR sollen Sie nach Sammlungen, Daten, Dokumenten aus dem GIS-Umfeld recherchieren. Einstieg kann auch hier wieder die Suche in Themengebieten sein. So erhalten Sie zum Beispiel bei Auswahl des Suchbegriffs Spatial in dem Themengebiet Geography and Regional Studies 3 Treffer, zum Beispiel Inside Idaho, das Interactive Numeric and Spatial Information Data Engine Inside von Idaho's Geospatial Data Clearinghouse. Hier finden sich umfangreiche Geodatensammlungen von Orthofotos, topografischen Karten, aber zumeist regional ausgerichtet. So werden zum Beispiel bei Auswahl des Suchbegriffs Spatial in dem Themengebiet Geography and Regional Studies 3 Treffer gelistet. Unter anderem Inside Idaho.
Interactive Numeric and Spatial Information Data Engine des Idaho's Geospatial Data Clearinghouse. Dort finden sich umfangreiche Geodatensammlungen wie Orthofotos, topografische Karten, meist aber regional beschränkt. Analog finden Sie unter Geo im Themengebiet Ecology and Environment Pangea. Pangea heißt Publishing Network for Geoscientific and Environmental Data. Es ist das wissenschaftliche Datenrepositorium des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, AWI, in Bremerhaven, mit geowissenschaftlichen Daten und dazugehörigen Publikationen. Auch hier sind Sie aufgefordert, die Treffer, die Sie erzielen, in einer Matrix zusammenzustellen, für die Sie die Kriterien definiert haben, und diese werden wir nachher im Test dann auch abfragen. Ein weiterer Einstiegspunkt in Deutschland könnte das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgesetzte Portal zu Forschungsdateninfrastrukturen namens RI Sources sein. Schränken Sie hier die Suche zum Beispiel auf das Wissenschaftsgebiet Geowissenschaften und die Kategorie Forschungsdatenrepositorien ein, so finden sich hier 33 Treffer und darunter ist auch zum Beispiel Pangea, aber hier finden Sie auch Wetterdaten, Tierbewegungsdaten aus der Movebank und vieles andere mehr. Im zweiten Themenbereich dieser Übung wollen wir uns ja mit der Software beschäftigen. Das heißt, wir suchen nun nach einer Alternative zu kommerziellen Softwarelösungen, um Ihre Beispiele mit offenen Daten dann durchzuspielen. Gängige GIS-Desktop-Lösungen haben Sie, wie zum Beispiel ArcGIS-Desktop von Esri oder AutoCAD Map 3D von Autodesk, in der Regel in Ihren Rechnerpools an den Hochschulen zur Verfügung. Alternativ könnten Sie aber auch mit Open-Source-Software arbeiten. Dazu sollen Sie sich einmal nach gängigen und leistungsfähigen Alternativen im Open-Source-Bereich umschauen. Zunächst müssen Sie auch hier wieder einen Satz von Kriterien für Open-Source-Desktop-GIS zusammenstellen. Welche Kriterien könnten dies sein? Suchen Sie nach Kriterien, die Ihnen einen Vergleich verschiedener Softwarelösungen ermöglichen und eine Abschätzung erlauben, ob das gefundene System wirklich für die Nutzung im OpenGeoEDU-Kurs geeignet ist. Ein guter Einstiegspunkt ist hier die FreeGIS-Datenbank. Diese listet über 300 Softwareprodukte aus unterschiedlichen Kategorien sowie wenige Geodaten, Dokumente und Projekte. In der Kategorie Software können Sie sich auf Desktop-GIS konzentrieren. Die Auswahl sortieren Sie am besten nach Ihrer Bedeutung, da im Open-Source-Bereich insbesondere Produkte mit einem hohen Nutzungsgrad relevant sind und dann in der Regel auch die umfangreichste Funktionalität bieten. Suchen Sie mehrere Desktop-GIS-Lösungen aus und stellen diese anhand der gewählten Kriterien gegenüber. Stellen Sie die gefundenen, offenen Alternativen in der Matrix zusammen. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.